Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ayers Beholder 1. Wir hatten gerade ein kleines Intermezzo mit ein paar. Ich bin so dämlich. Und ich bin hier irgendwo runtergefallen. Was ist das denn hier für ein Gegner? Boah, der macht Feuerbälle. Ein Hellhound. Nice one. Interesting, ja, das ist die 9. Etage, wie es aussieht. Da es hier aber nichts Wichtiges gibt, außer diesen Ausgang. Boah, hier. Krasser neuer Gegner. Interesting. Einfach mal nur ein bisschen zu schauen, was es hier so gibt. Keine weiteren Zauber, auch hier ein Säurefall. Kriegen wir nicht besiegt. Ganz schön mächtig. Na also. Ja, aber da will ich gar nicht runterfallen. Da gehe ich ja später hin. Spielladen. Ja. Wirklich laden. Jupp. Und. Diesmal bin ich nicht runtergefallen. Wir werden uns aber trotzdem auf jetzt in die 8. Etage machen. Was hier? Nein. Hier bin ich falsch. Falsch abgebogen. Ja, und ich habe zwar jetzt einen Schlüssel. Ui, der hat Hunger. Dann mal durchgucken. Ah, es geht gerade noch so. Komm, geben wir es ihm. Und den Schlüssel werde ich aber hier jetzt erstmal nicht benutzen. Ich weiß, da drin sind ja nur drei Pfeile. Und ich weiß halt nicht, ob ich dann später das noch brauche. Gehen wir erstmal hier runter in die 8. Etage. Hey. Hier geht's direkt wieder hoch. Okay. Da können wir nichts machen. Ja, gucken wir mal, was hier oben ist. Direkt mal wieder hochgehen. Oh, und direkt eine Zugtür mit einem Schlüssel. Ja. Dann sollten wir doch mal gucken, ob der Schlüssel da schon reinpasst. Der passt nicht. Mucks. Können wir das denn knacken? Schloss lässt sich nicht knacken. Sehr schade. Da geht's wieder runter in die 9. schon. Ui. Wie weit soll ich denn jetzt hier schon vordringen? Haha, das ist bestimmt der Dunkelelfenschlüssel. Hoffe mal, dass er ist. Ein Edelstein. Okay. Hätte ich vielleicht die Edelsteine behalten sollen, die ich am Anfang hatte. Den hat sich raffgierig wie Fex ist direkt mal eingesteckt. Ja, mein neuer Edelstein. Gucken wir erstmal, ob wir hier durch diese Tür mit diesem neuen Schlüssel kommen. Ja, wir kommen durch. Ach je. Und es geht schon wieder runter. Das ist alles sehr seltsam. Jetzt bin ich auf welcher Etage? Ich weiß es nicht. Hier geht es schon wieder runter. Ich glaube, ich bin jetzt auf der 7., oder? Hier irgendwas gehen. Irgendwelche Wände anders. Ja, sieht aber recht gleich aus. Ein Schild Magier Schriftrolle. Und ein Juwelenschlüssel aufgehoben. Ein Juwelenschlüssel, den geben wir mal ihm. Tja, hier geht's schon in die 9. Etage. Das ist jetzt die Frage, soll ich da schon runtergehen? Soll ich da nicht runtergehen? Ich weiß es nicht. Ich wüsste aber jetzt nicht, wo ich sonst hin könnte. Was haben wir hier? Lager. Aha. Ein dickes Lager haben wir hier.
zwei Türen, die ich beide öffnen kann per Knopf. Und hier noch eine. Ein weiterer Speer. Da kann ich leider nicht ausrüsten. Ich glaube, den lege ich jetzt mal weg. Bei dem weiß ich nicht, ob das der magische ist. Haben wir noch eine Feuerballschild. Identifizierung sollte ich mal ganz kurz machen. Magie entdecken. Aha, das ist nicht der Magische, sondern der. Und dann hat er jetzt drei Speere, das ist doch ganz ordentlich. Dann gehen wir durch die Tür oder durch die Tür. Nehmen wir mal die. Eieiei. Jetzt geht's los. Die Schwerter sind magisch, das wusste ich auch nicht. Sonst scheint hier aber nichts zu sein. Dann bleibt ja nur noch die Tür. Rüstungsschriftrolle. Denn hier sind irgendwo Geheimgänge. Lager. Okay. Tja, dann war's das hier schon wieder, würde ich sagen. Gehen wir wieder hoch. Ja, und hier gab es ja auch nichts mehr, oder? Sieht eigentlich alles gut von den Wänden aus. Dann wieder hoch. Ja, hier sind wir durch. Ah, und jetzt sind wir wieder in der siebten Etage. Ne, in der achten. Genau, in der achten. Gab es hier denn noch was zu tun? Ah, hier waren wir noch nicht. Neunte Etage. Okay. Da haben wir eine weitere Tür. Okay, das hört sich nach vielen Gegnern an. Sollten wir hier mal ganz kurz speichern? Spieloptionen. Spiel speichern. Ja. Und einen Feuerball haben wir noch. Okay. Mal gucken, welcher Schlüssel passt denn da rein. Der passt nicht rein, also werde ich den wohl auch einfach oben jetzt anwenden. Da, wo die Pfeile waren. Nein, der passt auch nicht. Ja, das ändert natürlich wieder einiges. Dann müssen wir hier lang, sehr wahrscheinlich. Passt nicht. Ah! Hier geht's weiter. Und es geht wieder nach oben. Das ist ja schrecklich. Hier sind überall Treppen. Hoch, runter, hoch, runter. Ganz schön verwirrend. Ah, und das wird sehr wahrscheinlich der Schlüssel sein, den ich brauche für die andere Tür. Kein Geheimgang. So, und nochmal sicherheitshalber speichern. Nach dem Getrampel da drin. Dann sind das, glaube ich, sehr viele. Und wir könnten eigentlich nochmal. Haben wir noch einen Segen übrig? Ja, haben wir. Sehr gut. Schlüssel rein da. Die Gegner? Ich sehe noch keinen.
Ein Edelsteinbruchschlüssel. Ach du Sch Punkt, Punkt, Punkt. Grrr. Ist ein Witz jetzt. Ich habe die ganzen Edelsteine unten gelassen. In der fünften oder sechsten Etage. Vielleicht reicht ja dieser eine aus. Es steht geschrieben, der Schlüssel liegt auf der anderen Seite. Aha, das ist wohl der Schlüssel, den ich brauche. Hier geht's nicht weiter. Hat der Schalter irgendwas ausgelöst? Reicht vielleicht der Schlüssel? Nein, der passt nicht. Nun denn. Ja, renne ich jetzt drei Etagen wieder zurück oder zwei und suche die Stelle. Das war da, wo ich diese Waffenquest hatte, dass ich die Waffen ablege. Das Waffenrätsel. Da habe ich die fünf Edelsteine liegen lassen. Ich leg den jetzt mal da rein. Drück den Schalter und hab einen Juwelenschlüssel. Ja. Das ist die Frage. Wenn ich noch mehr brauche, habe ich ein Problem jetzt. Da muss ich zurück. Na gut. Spieloption, Spiel speichern. Soweit, so gut. Das musste ich ja so oder so sehr wahrscheinlich machen. Feindchen, wo seid ihr? Keiner mehr da. Keiner mehr da. Und schon wieder hoch. Hoch in die achte Etage wieder. Heidewitzka. Großer Raum, was haben wir hier? Sieht wie eine Steighilfe aus. Sieht aus wie ein roter Diamant, der da rein muss. Verdammter Mist, und die habe ich unten. Was kommt jetzt hier? Ein Edelstein pro Schlüssel. Murks. Ja, dann muss man wirklich wieder in die ersten Etagen zurück. Man kann ja komplett wieder zurückrennen, soweit ich weiß. Ah, ich habe einen Geheimgang gefunden. Wahnsinn. Da, das war der Geheimgang. Diesen Schalter muss ich mir merken. So sehen die Geheimgänge hier in dieser Etage aus. Kann man nichts machen. Unsichtbare Wände. Haben wir auch keine. Hey, da liegt doch noch ein Schlüssel. Ha. Ja, falls man keine Edelsteine mitgenommen hat, sehr wahrscheinlich, geht das trotzdem noch. Aber wir machen hier mal einen Break. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.